Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Part vom Rollenspiel Let's Play zu Mountain Blade Warband, Mountain Blade 2 Bannerlords. Genau. Ich habe so viele Parts gemacht von Warband, ich sage nur noch Warband. Also hier könnten wir schießen wahrscheinlich. Wir gehen aber. Ah, okay. Wow, getroffen. Getroffen. Der war ein bisschen daneben. Getroffen. Getroffen. Das ist ziemlich geil. Also, so eine gute Steuerung hatte ich schon lange nicht, mal sogar noch nie. Yeah, noch getroffen. Wow. Wieso tut er manchmal nicht so richtig treffen? Also, es ist immer noch zufallsgeneriert. Wohin er genau schießt. Aber man sieht, wie groß es ist. Also er schießt irgendwo in diesem Kreis in der Mitte irgendwo hin. Zufall. Das ist leider noch nicht so gut. So, haben wir irgendwas verpasst? Nee, scheinbar nicht. Aber es ist leicht. Es ist sehr leicht. Ich möchte gerne ein bisschen galoppieren. Das ist hüpfen. Jetzt. Oh, bombastischer Sound. Ja. Ja, natürlich sind wir noch langsam, aber das wird dann schon. Lieber vorsichtiger sein. Ja. Eigentlich sehr genial. Und so gut spiele ich auch extra nicht. Wegen dem Rollenspiel. Okay, wir könnten das vielleicht sogar bald toppen natürlich, aber ein Versuch reicht. Jetzt weiß ich noch nicht, wie man rausgeht. Nein, ich drücke F und Y. Ja, Y geht, okay. Aber F geht nicht. So, wir haben einen Bogen. Jetzt gehen wir wieder raus. Oder müssen wir hier noch? Nein, das ist einfach. Ja, das müssen wir ja nicht schauen. Das haben wir jetzt beritten gemacht. So. Raus und jetzt wird geladen. Okay. Hallo? Bitte laden Sie. Jo. Jetzt ladet's. Sah cool aus mit dem. Okay, da haben wir die Welt. Wir sind jetzt hier unten. Also noch nicht in der Wüste, aber in der Steppe. Bei einfach blau. Ein blaues Volk. Laufen wir jetzt schon? Nein, wir laufen noch nicht. Weil ich geklickt habe. Und die Map ist scheinbar gigantisch groß. Also nicht schlecht. Charakter. Ja, da haben wir ihn jetzt noch. Das sieht wirklich aus, als wäre ein Filmcharakter. Ich kann nur nicht sagen, wie er genau aussieht. Okay, hier haben wir scheinbar so ein Ding, wie viel Skillpunkt. Wir haben, schalten hier extra Sachen aus, können wahrscheinlich immer wieder wählen zwischen oben und unten. Oder der Bar, ja, tut die freischalten und der obere tut die freischalten. Okay, bin ich mal gespannt, aber ich habe noch 0 von 60. Der Neyun, der ist geskillt auf Schild. Okay. Das ist ziemlich cool, dass wir jetzt einen Schützer haben, sozusagen. Einen Leibwächter. So, und wir sind ausgerüstet mit braunen Kefie, Taub, Eisengewirkt Boots und ein Samter Pferd. Fleisch. Okay. Zivilistisch, okay. Ein Harnisch für das Pferd. Okay. Dann haben wir einen Bogen, natürlich Pfeile und zwar 27 Pfeile. Und ein Eienfleißer, ein Kurzschwert mit, ja, 116 Länge.
und 116, das sind nicht Zentimeter. Das wäre ein bisschen sehr lange. Fuß? Nee, weiß es nicht. Und wir haben 5,1 Gewicht. Sehr gut. Hier können wir wählen zwischen zivilisiert und Kampf oder alles. Und ja, wir haben 50 Inventory Platz. Cool. Jetzt noch die Party. Ja, ist klar. Was wir alles wegwerfen wollen. Also welche Leute wir einfach dastehen lassen sollen. Ja, ich bin mal gespannt. Wir gehen jetzt mal zum ersten Dorf. Ja. Und dafür müssen wir die Pause wieder wegmachen. Taste. Ja. Bruder, bevor wir etwas machen, wir sind, ja, wir haben sehr wenig Essen. Wir müssen im Norden zum Dorf gehen und dort, ja, jemanden finden, der uns Essen gibt. Ja, ich lasse dir den Weg machen, weil du bist der bessere Reiter. Okay. Tutorial. Navigation Calaratia. Willkommen in Calaratia. Du kannst die Welt erkunden mit der Kamera WASD-Knöpfe. Und bei Rechtsklick können wir irgendwo hinlaufen. Ah, wir können mit Rechtsklick noch ein bisschen die Kamera bewegen. Okay. Einfach mit Linksklick irgendwo hin. Ah, cool. Die sehen recht groß aus. Also, die sind größer als die zum Beispiel. Das ist nicht so wichtig. Das sind wahrscheinlich die Leute, die für ein Dorf arbeiten. Also die Arbeiter. Und, ja, wir können nicht dorthin, wo halt Berge sind und das Meer. Okay, verstanden. Sieht ziemlich geil aus. Also was die Grafik an Verbesserungen erlebt hat, ist cool. Also wir können hier wählen zwischen im Dorf herumlaufen, eine böse Aktion machen, Rekruten mitnehmen, dann Objekte kaufen, also Produkte kaufen oder einfach warten und verlassen. Wir gehen natürlich einfach rein. Und schauen uns im Dorf ein bisschen herum. Ja, nicht so gesund heute. Aber es geht. So. Jo, der Nayun, wir sind hier. Ich weiß. Ja, wir brauchen jetzt ein bisschen Essen. Aber... Ja, es kommt ein Mann zu uns. Der Anführer hier, der Dorfälteste sozusagen, kann uns sicher helfen. Lasst uns es suchen. So. Gehen wir zum Headman. Left Alt. Da. Cool, also jetzt haben wir auch so eine Markierung. Endlich mal nicht mehr den Dorfältesten finden. Oh. Hallo, Sahasrara. Wer das kennt, schreibt bitte in die Kommentare, welches Spiel ich meine. Nein, nicht Leaving mit F. Nein, mit F geht nicht, mit Y. Okay. So. Schlagen wir ihn. Wir können nicht mit ihm reden. Wir müssen ihn auch immer markieren, also. Es ist ein bisschen schwer, ihn zu markieren, aber wir sitzen jetzt einfach hier und das Pferd. Ja. Ich bin Diazosos. Ich bin der Dorfälteste in diesem Dorf. Was bringt dich her? Wir brauchen Hilfe. Raiders überfallen, also ja, böse Leute haben meinen jungen Bruder und meine Schwester geklaut. Ich denke, sie sind hier entlang gelaufen. Oh je, oh Gott, was ist denn mit den
Was passiert mit den Leuten? Sorry, das hier zu hören. Ich, ja, die Leute, die Bastarde, haben hier viele Leute gekillt und gelootet und haben, ja, Sachen geklaut. Ich denke, sie sind nach Norden gegangen. Aber ich weiß jetzt nicht, wohin. Aber, ja, ich zahle für ihr Hab und Gut, also die geklauten Sachen. So. Komm, Quest rewarded, Pashagam, David Batman. Ich denke, ich kann noch ein bisschen über die Leute erzählen. So. Top K. Okay. Ich denke, ich rede nochmals mit ihm. Ja, okay. Ich möchte jetzt noch nicht verlassen. Ich möchte hinstehen. Was haben wir gedrückt? Ich kenne die Steuerung noch nicht. Liebe Leute. Crouch Y. Natürlich, mit dem genau der Taste, wo man mit Leuten redet, ist auch die Schleichtaste, ja. Kann man in Häuser? Nicht? Okay. Ich möchte aber auch gerne wissen, wie man rennt. Also wieso geht Interact nicht? Einfach weil nicht die Markierung da war? Okay. Man kann leider nicht rennen. Ja gut. So. Was hätten wir denn gerne? Ein paar Essensvorräte, aber am besten nicht bei der Schmiede. Beim Bauernhof vielleicht. Ja. Ah, das ist... Das sah wie ein Schmiedeofen aus. So. Ja, wenn man mit dieser Person interagiert, bekommt man... Ja, das Tutorial ist einfach nicht aktiviert während dem Reden. Ah, während dem Ding ist es, ja. Ich muss auch richtig vorlesen. Also richtig übersetzen. Gut, also wir müssen leider jetzt nach Norden und ich weiß jetzt nicht genau, wo Norden ist. Aber weil die Pfeile eigentlich zeigen, wo es ist, ist natürlich hier. Ach, wie süß. Endlich gibt es auch richtige Kinder. Junge Kinder sogar. Kann man, ah ja, wir können ja nicht reden. Boah, die Grafik ist einfach cool. Also ich kenne von den Screenshots die Grafik schon lange, aber ich dachte so, jetzt wenn das Spiel veröffentlicht wird, ist sicher die Grafik nicht mehr so gut und so weiter. Aber es ist ja mal genial. Also es ist jetzt nicht so viel Effekt. Vielleicht muss ich doch noch die anderen Grafikoptionen aktivieren, um es jetzt auch ein bisschen lebendiger zu machen. Aber es sieht aus wie im Real Life. Also es ist schon ziemlich High-End Real Life. Es ist realistisch, es ist cool, es ist gemütlich. Sieht einfach spitze aus. Ich möchte mal schauen, wenn man die 1 drückt. Ja, haben wir schon einen Bogen. Eigentlich möchte ich ja nicht mit dem Bogen herumlaufen. Die Nulle geht auch nicht. Enter. Nö. Laufen mit dem Bogen herum. Bis ich das weiß. Ihr dürft mir gerne ein paar Tipps geben in die Kommentare, aber bitte keine Spoiler. Ja, also Spielfeatures dürft ihr mir erklären. Aber jetzt Geschichtliches bitte nicht, gell? Oder Sachen wie zum Beispiel Skills oder so. Eher sagen, ja, um was es geht, als jetzt sagen, ja, das gibt ungefähr so und so viel. Das ist natürlich, ja, ich möchte schon das Spiel natürlich genießen können. Und das müssen wir selber auch herausfinden. Aber das Wichtigste, also wie man jetzt genau es gehen sollte, um wirklich einen starken Charakter zu haben und so, das könnt ihr natürlich schon machen. Ja. Jetzt weiß ich nicht, wohin. Ja, er löst sich in Dampf auf. In Rauch. So, hier.
ist. Wir müssen ihn suchen, oder? Zwischen den Bäumen. Ich weiß jetzt nicht genau, was mir jetzt auch... machen soll. Also einfach die auflauern, finden. Aber ich sehe keine Person weiter und weiter. Ah, dort vielleicht. Okay, bin mal gespannt, ob sie dort sind. Die Bäume können in Entfernung noch ein bisschen detaillierter sein. Sehen aus wie Pappkarton in der Entfernung. Aber es gibt sicher bald Mods und ich werde eventuell ein paar Mods installieren. Ihr dürft jederzeit senden in die Kommentare schreiben, was für Mods ich installieren soll. Es soll einfach realistisch bleiben und nicht gleich Star Wars Feeling verbreiten. Jo. Ich hätte das Pferd mitnehmen sollen natürlich, aber gut. Das ist mir ein bisschen aus dem Kopf geschlichen. Okay, Ego-Ansicht. Ja. Kann ich das Inventar gar nicht... Ja. Ich möchte ja euch nicht gerade so langweilen, jetzt gerade mit dem Herumlaufen. Aha, hier ist die Grenze. Gehen wir mal an der Grenze entlang, weil ich weiß jetzt nicht genau, was wir machen müssen. Es wurde nicht erklärt. Oder wir hätten einfach mehr erzählen sollen. Deshalb möchte ich kurz mal schauen. Switch Weapon Usage X. Okay. Drop Weapon. Möchte ich gerne ein bisschen umändern in, ja, diesen. Dieses Komma oben. Ich habe die Ö-Taste gedrückt übrigens. So, weil Ö ist ein bisschen weiter weg. Ist ziemlich gut für mich, was ich mal drauf komme. Aber ja, die Waffe Usage können wir jetzt auch nicht ändern. Ja, was sollen wir tun? Wir sind so langsam. Wir hätten das Pferd mitnehmen sollen. Aber wir gehen jetzt mal ohne Pferd, weil ja, wenn auf dem Pferd sind wir natürlich danach verletzlicher. Dort ist jemand? Nein, das ist... Oh, das ist eine Blume gewesen auf dem Hintergrund. Dort hinten ist auch irgendwas. Das sieht ein Heuball aus, ein Stein wahrscheinlich. Dort, oder? Ich denke, es ist dort. Wenn die da schon Feuer machen, dann ist es dort. Okay. Ah, so Spiele mag ich nicht, wo man einfach nicht erklärt bekommt, was man genau machen muss am Anfang, dass man alleine gelassen wird. Ich bin eher so einer, der, ja, die Sachen, die jetzt nicht unbedingt so hilfsbedürftig sind, erklärt bekommen und die, die Hilfe, also nicht erklärt bekommt und die, die Hilfe dürften, die erklärt bekommen, wie zum Beispiel Locations. Möchte ich schon gerne wissen, wo ich hin muss. Aber jetzt zum Beispiel, wie man einen Bogen spannt und so, das ist eigentlich selbsterklärend. Okay, es ist niemand hier. Was sind denn die? Fliegt dieses Holz? Ja, es fliegt. Okay, es schwebt. Hallo. Schwebendes Holz. Ich liebe solche Details. Die sind vom Entwickler sicher geplant. Wir haben aber immer noch nichts. Wir gehen jetzt mal zurück ins Dorf. Das ist mir zu langweilig. Oder müssen wir raus? Also ich gehe jetzt einfach raus, weil das ist mir zu langweilig. Und direkt mal warten. Standscreen. Okay. Ja, dann sag doch, wir müssen das ja, Gebiet verlassen, liebes Spiel. Schau mal, wo die sind. Noch nicht sichtbar. Okay. Rekrutieren Trupps. Wir, ja, je größer sie sind, desto mehr Geld kosten sie. Und wir nehmen mal einen. Zwei, drei, vier. Dann haben wir noch 800. Ja.
Ja, und jetzt müssen wir natürlich noch ein paar Lebensmittel kaufen. Und ja, ein ganzes Schaf, oder? Grain natürlich. Und das ist rot, 23 rot hier. Es ist also ein bisschen teurer als sonst wahrscheinlich. Jetzt haben wir zwei. Okay. Ah, das kennt man auch als Warband. Der Ton. Jetzt müssen wir nochmals mit dem Anführer des Dorfes reden. Dann haben wir, ja, reden. So wie ich weiß, sind die Burgen und Städte noch alle ungefähr gleich. Das wird dann noch geändert. Die sind noch im Bau sozusagen, dass alle einzigartig werden, wenn jetzt ein bisschen Patches rauskamen oder Add-ons rauskamen oder so. Jo, seid ihr fertig mit den Vorbereitungen? Wir arbeiten dran. Ja. Dann wieder leaving. Sehr schönes Tutorial. Klappt alles, wie man will. Okay. Jetzt ist eigentlich das Tutorial fertig. Jetzt müssen wir. Oh, da gibt es eine große Burg mit einer Arena. Wow. Sieht aus wie Age of Empires. So, ist alles so. Das ist Spielzeuggrafik. Also. Hat alles klein, aber die Distanzen sind echt kurz. Jetzt, wenn wir zu den Schafen gehen, können wir die scheren oder so. Ist einfach nur. Environment. Sagora. Also wir gehen jetzt einfach mal nach Norden. Oder wir haben hier noch eine Quest. Anzeige. Okay. Gehen wir nochmals zurück. Wir müssen da irgendwas Ding. Nochmals mit ihm reden. Aber er sagt nichts, also. Ja, wir müssen wahrscheinlich mit den Leuten einfach reden. Mit dem vielleicht. Der hat die Pfeile. Dabei. Das ist der Peasant. Also einfach nochmal reden mit ihm. Ja, können wir wieder nicht reden mit denen. Einfach mal mit Leuten reden. Wenn das nur ein bisschen mehr besser markierbar wäre. Also jetzt müssen wir einfach mal dem Pfeil folgen. Hier über die Brücke scheinbar. Der hat einen großen Kopf. So ist doch genug schnell. Mit dem Pferd ist es eigentlich ziemlich schnell. Es ist so ein richtig gemütliches Spiel. Also, man hat keinen Stress eigentlich. Ist alles auch ein bisschen rundenbasierend auf der Karte, dass man einfach, ja, dass die anderen Leute nicht laufen, während wir hier einfach stehen bleiben. Ist eigentlich ziemlich gut. Ja, da hinten sehen wir die endlose Wüste. Graswüste. Ist klar, dass da nichts ist. Aber wir reiten ja aus der Map. Okay. Ich weiß jetzt nicht genau, was wir machen müssen. Werde mal schauen. 24. Ich möchte gerne noch. Ich gehe jetzt einfach nach Norden. Ja. Okay. Wenn wir jetzt hier nach Norden gehen, finden wir sicher. Was ist das? Daisy of the Hand Party. Ne. Versteckte Hand Party. Ah, das ist einfach ein General. Ich sah das wegen dem Baum nicht gerade so richtig. Hat er irgendwas hier vor?
Also hier ist scheinbar nichts. Aber ist das nicht Empire? Also sind die Violetten nicht... Sie waren rot in Warband. Aber rote Völker gibt es jetzt, glaube ich, nicht mehr. Wie kommt man nochmals die Map aufmachen? Ich weiß es nicht mehr. Das M geht nicht. Das ist Nacht. Ja, einfach rauszoomen, okay. Wir müssen eigentlich jetzt hier runter. Wir sind im gelben Reich. Also noch nicht angeschlossen wahrscheinlich. Aber wir haben einfach gewählt, wir sind aus diesem Reich. Okay. Hier ist leider auch nichts. Aber die Lichteffekte sind cool jetzt. Das gab es ja in Warband auch nicht. Da hatte man es einfach mega dunkel. Abalitos, hallo? Bin mal gespannt, wo die sind. Wieso haben wir ein Elch oder... Ja. Das ist einfach das neutrale Wappen. Dass wir ja, königslos sind. Da ist die erste Karawane. Okay. Gehen wir mal in dieses Dorf. Vielleicht können wir da auch reden. Ja, während im Tutorial ist das nicht möglich. Also ich weiß nicht, ich kann ja mit den Leuten nicht reden und ich kann mit dem auch nicht reden. Also was machen jetzt? Das ist das Problem. Das werden wir im nächsten Part anschauen und speichern. Jetzt mal. Mit... zwei. So. Gut, dann danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Part. Euer Drago Basler. Tschüss.